Hallo, da sind wir wieder bei der nächsten Folge. Willkommen zurück. Wir vermuten, dass mein Charakter infiziert wurde. Ja, er stirbt Daher andauernd. aufgrund, ja, der Verletzungen stöhnt. Entweder sind es wirklich die schweren Verletzungen, der Blutverlust, oder bin wirklich infiziert. Willst du die rechte Straßenseite machen oder die hier? Ja, dann kommen wir ein bisschen das Dorf besuchen. Dann nehme ich die rechte Straßenseite und gehe gleich mal hier runter. Dann gehe ich gleich hier rein. Oh, hier war schon jemand drin. Na toll. Ich dachte, wir wären die Ersten. So, die Chancen stehen groß, dass hinter der Tür einer lauert und mich erschießt. Toll. Ich hänge in der Tür fest. Ah, jetzt geht's. Deswegen werde ich auch gleich mal meine vertrauensvolle Axt rausholen. Kann man die Schränke eigentlich öffnen? Nein. So. Ich esse erstmal ein Also, paar Dosenbohnen. wie wir schon in dieser Testversion oder Testaufnahme gesagt haben, Und weitaus keiner mehr kennt Häuser hier. sind hier begehbar begegnet. Begegnet, ja. So, und ich habe doch Spaghetti gefunden Sehr in der gut. Dose. Hier war wirklich noch niemand und ich habe wieder Bohnen. Das heißt, zu essen ist da. Ich bin definitiv krank. Da müssen Ich wir zusehen, dass bin wir Antibiotika finden. gespannt, was so hier jetzt Ja, du ist. wirst irgendwann sterben, ganz einfach. Ja, das schon. Ich rede gerade, ich bin gespannt davon, was hier in dem Haus ist. So. Irgendeiner dieser armen Leute hier muss doch ach, Desinfektionsmittel, sage ich schon. Ja. Antibiotika haben. Wer trinkt auch schon gern Desinfektionsmittel? Du wirst lachen, das habe ich mal mit dem Charakter gemacht, ja. Da war ich, das war der erste Tag, der erste Abend, als das Spiel rauskam. Oder der erste Morgen, besser bei mir. Und da war ich in Tscherno, da sind die ganzen neuen Hochhäuser. Und ich bin wirklich von Hochhaus zu Hochhaus, jede Etage abgeklappert, war alles leer. Mein Charakter war fast am Verdursten. Und da habe ich eine Flasche Desinfektionsmittel in dem Bad gefunden. Habe ich getrunken. Danach hat er gekotzt. An der Arbeitsstelle meiner Mutter haben auch diverse Personen Desinfektionsmittel getrunken als Alkoholersatz. Lecker. Ja, ich habe auch gerade was zu trinken gefunden. Super. Ich bin schon beim So. letzten Haus auf meiner Seite. Ihr seht das leichte Grafikflimmern bei mir. Bei mir nicht, wie ihr seht. Was war vorher nicht? Ich nehme mal stark an, es hat so ein bisschen was mit der. Oh, das bist du? Gut. Dann warst du schon hier drinnen, nehme ich an. Ja. Ein Dann lass bisschen uns doch was mal auf mit diesen der Hügel hinten rennen. Vielleicht Alpha zu finden wir ja tun. einen, den. Wo wollt man hin? Green Mountain. Genau, los, bevor ich hinüber bin. Da kann man auch nichts gegen tun jetzt. Das tut mir echt leid. Da musst du gleich wieder laufen. Aber vielleicht ist auch einfach nur der Blutverlust, dass man dadurch so ein bisschen geschwächt ist und noch gar nicht infiziert ist. Infektionen sollen aber schon drin sein. Du machst einem wunderbar Hoffnung, es ist wunderbar. Mach ich doch gerne. Ich hoffe, ich werde ein Zombie und kann dich gleich beißen. Ich habe eine Axt dabei, passt schon. Ich höre dich hier und hinter mir. Oh, das klingt nicht Ja. gesund. Nee, so, also ich fühle mich auch gerade nicht gesund. Ich glaube, wenn du Überhaupt deinen nicht. Brechersen wegsteckst, bist du ein bisschen schneller. Wenn dann minimal. Ah, jetzt wird wieder gesportet. Aber was auch neu hier ist, aus gefundenen T-Shirts, die auf dem Boden liegen, kann man sich Bandagen zerreißen. Oder T-Shirts, die man anhat. Oder die man da man aber erst ausziehen muss und auf den Boden legen muss. War ja auch zu cool, wenn man sich das am Leib zerreißen könnte. Wie der Hulk. Ja. Wo zur Hölle sind wir hier? Ich werde, wir müssen jetzt eigentlich nach rechts. Lass mal nach rechts gehen, am Waldrand da drüben entlang. Will erstmal die Spitze des Bergkamms hier erreichen. Gut,
In Ordnung. Wäre toll, wenn wir irgendwo ein größeres Dorf finden, was auf der Map ist. Dazu müssten wir auch anmerken, wir sind keine Profi-DZ-Spieler. Wir Um haben Gottes die Willen. Watch ein paar Mal gespielt, aber hauptsächlich auf PvE-Servern, um was zu bauen. Also wir haben die Daisy Epoch Mod ausprobiert. Ja, oh, da unten ist ein ziemlich großes Dörfchen. Das könnte doch bedeuten, dass man Glück hat und dort vielleicht auch Medizin findet. Und ein Straßenschild. Hier hinten, ist das nicht die Spitze da drüben? Tatsächlich, ich werd verrückt. Haha! Ich habe den Instinkt einer Taube. Ich finde immer zum Green Mountain. Den Instinkt einer Taube, ja, natürlich. Aber das war das Dorf, wo du abgeknallt wurdest, oder? Nein, das war auf der rechten Seite. Schau mal, ob du ein Krankenhaus findest. Aber ich sehe keins. Ich auch Ist nicht nicht. groß genug dafür. Nee, Wir laufen das riskieren wir jetzt nicht. Wir gehen zu Green Mountain. hier. Ja. Entweder wie schaffst bis dahin, wie ich krepiere dort oder unterwegs. Warte, ich bin extrem hungry. Ich muss kurz was essen. Oh. Ich warte einfach mal. Also die Bewegung vom Gras, das erinnert mich so an Gummipflanzen, die so nachrippen. Vielleicht da kannst du noch mal erklären, was uns am Green Mountain eventuell erwartet oder warum das gerade jetzt das Ziel ist. Also der Green Mountain ist ein ganz mythischer Ort in DayZ. Das ist der Ort, wo angeblich die ganze Infektion ihren Ursprung hatte. Also ich habe das auch alles nur aus der Wiki, ich war selbst noch nie da. Und der Ort soll selbst sehr, sehr gruselig sein. Gespenster, Geister, zufällige Morde, all solche Sachen halt. Hier war schon jemand. Und man sagt sich, Oh, kaum Zaun. einer von denen, die da hingehen, kommt wieder zurück. Also ist das direkt jetzt unser Ziel? Unser Ziel ist es, dahin zu gehen und wieder zurückzukommen. Wobei ich garantiere, dass nur einer zurückkommen wird. Warte, hier ist ein Straßenschild. Apoxno. Also wir können auch kein Whoops, ich bin Kyrillisch tot. lesen. Was? Ach, ich auch. Wir wurden erschossen. Das. Nein. Nein! Juhu. Ah. Hinterrücks. Hinterrücks. Ich habe nur Pium-Punk gehört. Ja, ich habe dich fallen sehen und ich dachte mir auch, ein Bug. Und dann habe ich den Schuss gehört. Ich habe das Blut spritzen sehen und dann war es das. Ah. Okay. So, das Ganze nochmal von vorne. Ja. Diesmal laufen wir eine andere Route. Ja, es gibt aber keine andere Route von den Spawnpunkten, wo wir sind. Also ich meine, wir müssen ja nicht gerade den Weg gehen, wir können ja einen anderen Weg. Vielleicht einen kleinen Schlenker mal rechts rum machen. So, ich bin bei Jetzt natürlich. Cerno. Ich ra. Siehst du da vor mir? Nee. Der hat schon eine Waffe. Nein, das fängt schon gut an. Das sind sogar schon zwei. So, die Taschenlampe und die Batterie werde ich jetzt noch wegschmeißen. Das ist nur Meine Damen und Ballast. Herren, ich hatte gerade großartiges Glück. An diesem Spawnpunkt tauchte noch ein anderer auf, der jetzt gerade mit dem Herrn und der Axt beschäftigt ist. Ich kann laufen. Lauf, Wuhu! lauf, Ich laufe lauf! auch. Ich hoffe, ich laufe in deine Richtung. Also Ja, ich eigentlich laufe schon. Richtung Hochhaus, Hochhauskomplex hier von Tscherno. Ich werde mir mal eins vornehmen und gucken, ob da schon noch irgendwas drin ist. Oh Gott, ich glaube, ich habe einen weiten, weiten Weg vor mir. Wo bist du? Ich weiß es nicht. Ist irgendein Dorf? Ich habe noch kein Straßenschild gesehen. Ich habe nur die Beine in die Hand genommen, weil Ja, dort ein. es kann nur ganz links unten sein, in der Nähe von Balota. Nein, ich glaube eher ganz rechts. Das wäre natürlich schlecht. Wer ist der hier auf dem Schild hier eigentlich? So, wo haben wir denn eigentlich da sein Straßenschild? Ist der hinter mir weg? Ach, Links wenn man hinter das so mir? lesen könnte, was hier steht. Weißt du, das finde ich auch ziemlich seltsam. Wir sind hier Überlebende in einem, ich nehme mal an, russischem Gebiet und wir können kein Russisch. Also alle Personen, die Kyrillisch ist richtig? Ich glaube schon, ja, so heißt die Schrift. Kyrillisch lesen können, sind klar im Vorteil. Auf jeden Fall. Kameka.
Also, Kamenka, ja, du bist links unten. Links unten? Ja, gehst du ein paar Meter nach rechts, bist du bei Balota. Oh, dann bin ich beinahe aus dem Kartengebiet rausgelaufen. Jetzt muss ich wieder zurück in dieses Dorf zurück. Ja, also das Meer muss auf deiner rechten Seite sein. Ja, ich bin nämlich gerade zum anderen Ortsausgang gelaufen, muss jetzt wieder in das Dorf rein. Ich komme Richtung Balota. Und ich hoffe, dass ich den Herrn mit der Axt nicht nochmal treffe. Ich mache einen kleinen Schlenker. Und zwar hier lang. Ich werde mich jetzt mal nicht ducken und nicht schleichen. Hänge dafür im Strauch fest. Auch eine sehr tolle, realistische Gegebenheit. Man hängt an einem einfachen Strauch fest. Ja, die Kollisionsabfragen von den Gebüschen müssen echt überarbeitet werden. Die sind so stabil wie Betonblöcke. Also ich hätte gerne solche Gebüsche im Garten. Muss ich jetzt ehrlich gestehen. Weißt du, was ich mich echt wundere, wo ich mich drüber freuen werde, wenn die Fahrzeugphysik in diesem Spiel hier besser ist wie in DayZ Mod, dass wenn man über einen Stein fährt mit dem Auto, dass die Reifen nicht wieder platzen oder abreißen. Das erinnert mich an die Gegebenheit, wo du mit einem Fahrzeug einen Maschendrahtzaun einreißen wolltest und du hast das Auto ruiniert. Ja. Der Zaun hat keinen Schaden genommen, die Reifen waren kaputt und der Motor hat leicht Schaden bekommen. Das war ein guter russischer Zaun. Monofilamentdraht? Wo wir gerade von Draht reden, ich bin gegen den Maschenzaun gelaufen und bin hängen geblieben. Super. Ja, ich habe ihn nicht gesehen, muss ich jetzt ehrlich sagen. Das Kochtopf habe ich gefunden. Der alle vier Slots. Schiebe ich jetzt mal auf meine Sehbehinderung zurück. Alle Brillenträger haben sowas. Kochtopf werfe ich weg. Oder brauchst du einen Kochtopf? Nein. Bevor sich jetzt Brillenträger angegriffen fühlen, ich bin selbst einer. Ja. Ich auch, wir dürfen das sagen. Leichte Frame-Einbrüche, aber es funktioniert. Was habe ich da Schönes? Brown Hoodie. Ich fürchte, das war schon jemand hier im Hochhaus. Hätte mich auch sehr, sehr stark gewundert, wenn hier noch was wäre. So, das T-Shirt machen wir rein. Ich gehe wieder runter. Aus dem T-Shirt machen wir gleich ein paar Bandagen. So. Man hat nun auch viel mehr Möglichkeiten, Dinge zu transportieren. Und in einem Rucksack mit einer taktischen Weste, so einem schönen Brown Hoodie. Es gibt auch Arbeiterhosen. Bücher. Man kann Bücher mitnehmen. Welches Buch habe ich? Ich habe das Buch A Texas Matchmaker. Sind mich so ein bisschen an A Texas Chainsaw Massacre. Aber nur vom ungefähren Titelgang her. Oh, hier sind schöne Gebüsche, da kann man fast durchgehen. Oh shit, Zombies. Oh gut, ich habe schon mal was zu essen gefunden. Ich kann es zwar noch nicht aufmachen, aber immerhin, was machen wir da rein? Jetzt werde ich von 3 Zombies verfolgt. Ich nehme mal. Oh, da ist noch einer. Ich nehme es als gutes Zeichen, dass hier noch keiner war. So, ich habe wirklich ein Haus gefunden, in dem auch noch keiner war. Also ich konnte auch gerade so einiges mitnehmen. Ach verdammt, hier sind aber viele Zombies. Nicht hier rein? Ist das so? Ja, das sieht gut aus, meine Damen und Herren. Wenn ich jetzt nicht gleich von hinten erschlagen werde. Ein Hoodie und eine Wasserflasche. Aha, hoffentlich werde ich nicht gefressen. So, ich habe zumindest was zu essen gefunden. Natürlich nichts, um die Dosen aufzumachen. Also in der Mod konnte man die Dosen einfach so öffnen und das Ganze essen. Hier braucht man Werkzeug. Das geht mit einem einfachen Küchenmesser. Das Küchenmesser nimmt dabei Schaden einen Rucksack. Ich bin auch glücklich. Und auch mit einer Axt oder anderen scharfen Gegenständen könnte man diese Dosen aufmachen. Warum mein Problem ist, immer wenn ich einen Rucksack finde, werde ich demnächst erschossen oder sterbe. Lass ich mich mal überraschen. Ich gehe jetzt hier raus. Der Axtmörder müsste hier schon stehen. Ich habe Glück. Ich verblute gerade. Verblutest, das ist schlecht. Aber ich sehe keinen Zombie. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Wo bist du denn? Noch bei ja. Schulgebäude hier. Ach, bist du in der großen Stadt? Oh, ich finde gerade so viele tolle Sachen. So, wow! Ist gerade wieder ein Zombie durch die Wand gerannt. So, ich laufe jetzt Richtung Balota.
Es ruckelt auch gerade ganz schön bei mir. Hier habe ich ab und zu ein paar Einbrüche, aber nicht sehr stark. Na gut, ein grüner Rucksack ist jetzt nicht gerade das tarnungsfähigste Objekt in so einer Umgebung. Oh, ich liefere mir gerade einen epischen Forstkampf mit einer Zombie-Frau. Das erinnert mich an Zombieland. Ich glaube, sie gewinnt. Also komm. Ah, sie kippt dann noch um, aber dann steht sie wieder auf. Sei froh, dass sie dir nicht ins Gesicht springt wie die Frau, die Zombie-Frau vorhin. Nein, vielleicht so eine Froschsprung-Animation. Ich hab sie erledigt. Puh. Jetzt brauche ich ganz dringend ein T-Shirt. Ich hab Bandagen. Ich hab viele Bandagen. Ja, du bist aber leider so weit weg. Kilometer oder 10 entfernt. Ach, das Meerrauschen ist so toll. Ja, zumindest wenn ich hier sterbe, weiß ich ja, wo es ist. Dann kommt nur darauf an, ob du da auch spawnst. Ja, in Tscherno in der Nähe spawnt man ja immer irgendwie. Oh, eine Flasche Desinfektionsspray! Unglaublich. Oh, in Pristine, das ist ein perfekter Zustand, geil. Na, zieh die Hose endlich an. Läufst du etwa nackt rum? Nein, ich hab mal eine Cargohose gefunden. Oh, jetzt ist nein. Jetzt sind meine beiden Hosen weg, jetzt laufe ich in Unterhose rum. Die perfekte Ausrüstung für solch ein Szenario. Eine saubere Unterhose. Immerhin ist sie sauber. Was liegt denn hier für alles? Ah, ein schicker Helm. Solange es kein Abendkleid ist. Ah, es gibt auch viel mehr Kleidungs- oder Accessoires. Kleidungsstücke oder Accessoires, die man anziehen kann. Vom Motorradhelm über so eine schicke Mütze bis zur Ray-Ban, Fliegersonnenbrille, Handschuhe, Gummistiefel, Turnschuhe. Vorhin schon die taktische Weste, die ich erwähnt habe. Die Arbeiterhose, die doch ein bisschen mehr Taschen beinhaltet zum Deponieren. Na, ah, das war's, ich bin tot. Super. So, wollen wir hier erstmal Schluss machen? Wir machen eine Pause, jawohl. Alles klar, dann sehen wir uns alle bei der nächsten Folge. Bis dann, tschüss.